So, der Countdown ist abgelaufen. Es geht los. Und zwar, was sehen wir heute? Wir sehen das epische Duell Vinkes vs. Greenmon, ein RBTV-Ligaspiel in Warcraft 3. Und genau. Ich begrüße an dieser Stelle meinen Co-Caster Original. Sei gegrüßt. Guten Abend, der Herr. Hallo, Bodi, Bist du fit und motiviert? dich. Immer ein bisschen müde, ein bisschen abgestresst und ein bisschen genervt auch, muss ich sagen. Ich weiß es Oh, nicht. okay, warum? Ich weiß es nicht, ob du Pistazien magst oder ob Geht so, ja, doch, einigermaßen. ein Pistazienliebhaber bist. Ich hasse das, wenn die Packung leer ist, dann ist immer noch eine letzte Nuss ist da. Man freut sich richtig drauf. Aber entweder ist die schon geschält, dann ist es langweilig, Okay. oder man kann diese verdammte Schale nicht knacken und bricht sich die Fingernägel ab, ey. Das ist so ein. Ah, Schale knacken, ja, Aber. das ist immer so eine Sache, gell, das Knacken. Ja, ich meine, das Knacken macht ja Spaß, aber wenn die Nuss nicht zu knacken ist, dann ist es auch. Naja, Das egal. sind. Lass es. Ich will zu lange mit Trash-Talk aufhalten, Aber Leute. nee, 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 passt schon, weil wir sind ja auch dann direkt beim Thema. Kann Winkes die Tabellenspitze knacken? Kann Kann er? er? Und Das wird sich heute entscheiden. es wird sich heute entscheiden. Und dabei sind wir auch wieder weitergehend auch wieder beim Thema. Wir werden jetzt direkt eingeblendet. Outfit. Tada! Da sind wir. Outfit! Kann Winkes die Tabellenspitze knacken? Man sieht leider durch meinen Kameraausschnitt meine Nummer nicht, aber wir sind heute im Panzerknacker-Outfit. Muss ich dich lobend erwähnen, es war deine Idee, mega geil, ich bin direkt drauf eingestiegen. Vielleicht eine kleine Vorgeschichte, es wäre noch viel besser gekommen. Was ist Ja, passiert? was ist passiert? Genau, das letzte Ligaspiel ist jetzt schon über eine Woche zurück. Normalerweise ist es immer so geregelt, dass eine Partie pro Woche stattfinden soll. Und die Partie letzte Woche, Vinkes gegen Adam Gray, Adam Gray muss man noch dazu sagen, ist Tabellenführer aktuell. Das wäre das Spiel letzte Woche gewesen. Das wäre dann noch ein bisschen geiler geworden. Nee, aber leider, Adam Gray war nicht zu erreichen. Wir hoffen jetzt, das kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, oder ich kann ja auch den Winkes schon mal zitieren, denke ich. Wir hoffen, dass die Partie noch nachgeholt wird. Er hat sich, wie gesagt, noch nicht gemeldet und ja, im Zweifel gibt es leider eine Entscheidung am grünen Tisch. Also. Ja gut, da warten wir erstmal ab, bevor das dann nicht wirklich feststeht. Ich habe jetzt die Tabelle auch eingeblendet. Ganz kurz aber noch vorher, das habe ich in der Vorblende noch vergessen. Wie immer haben wir auch unseren 90 Sekunden Delay drin. Das heißt, das Video ist 90 Sekunden vorm Chat. Das heißt, wir können leider nicht ganz so zeitnah auf den Chat eingehen, aber kein Problem, wir gehen drauf ein. Genau. Ansonsten haben wir jetzt die Tabellensituation direkt vor uns. Wie unser lieber Original AI noch gesagt hat, Aiden Gray momentan auf Platz 1, wobei der andere, der Suggestion oder wie der heißt, auf Platz 3, ich kann es durch die Maske nicht gut genug sehen, der momentan auf Platz 3 ist, eigentlich genau denselben Score hat und auch dieselbe Anzahl an Matches. Also es. Genau, ja. Ich habe jetzt die Tabellenspitze leider nicht, also die Tabelle nicht vor mir liegen. Übrigens auch wegen der Maske. Die ist mir leider abhanden gekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe sie auf. Ich werde sie auch aufbehalten, soweit es geht. Genau, nur das kleine Bild hier kann ich jetzt nicht so gut sehen. Aber das macht gar nichts. Wir haben drei Spieler in der Tabelle mit jeweils einem Score von 4. Aiden Gray und dieser andere. Das muss ich mal ganz kurz. Superhirn heißt er. Superhirn auf. Haben jeweils 2 Matches und 4 Scores. Und der Matt, der hat 3 Spiele und 4 Scores. Genau, ja. Übrigens kann ich noch einen persönlichen Gruß an der Stelle loslassen, wenn es okay ist. Gerne. Ich verbinde dieses Outfit mit einem ganz besonderen Menschen, mit einem Oh. ganz besonderen Abend. Möchte an dieser Stelle liebe Grüße da lassen. Will es nicht sagen, Datenschutzgründen, ich weiß es nicht, war nicht abgesprochen. Will es nicht sagen, wer es ist oder keinen Namen nennen, aber an dieser Stelle liebe Grüße und ich hoffe, euch dreien geht's gut. Gut, ich weiß zufälligerweise, wer es ist. Auf mir liebe Grüße. Und genau. Wir haben schon die ersten Reaktionen, die eintrudeln. Saris erste Reaktion war geil. Und Saris nachfolgende Reaktion war noch, ihr seid der Hammer. Ja. Wir können auch noch, ich habe meinen Zettel wieder da. Heute das Spiel. Winkes gegen. Nein, noch Zuschauerreaktion. Es tut mir leid, mir wurde gesagt,
Also wir wurden sehr gelobt für den letzten Winkes-Cast, Ligaspiel-Cast. Ich würde so viel rumzappeln. Das ist ein bisschen dem geschuldet. Entweder hole ich mal was zu trinken, dann greife ich nach da. Oder ich gucke auf den Chat, dann gucke ich da hin. Aber wenn du Richtung Ja. Chat guckst, dann guckst du in meine Richtung hier. Also von daher passt alles. Oh, das genau, das wurde ja auch noch gesagt. Wir sollen uns gegenseitig anschauen. Ja. Bruder, wie geht's dir so? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Nein, okay, also alles klar. Heute Winkes gegen Green Mon. Ja. Übrigens noch Adam Gray, bitte melde dich. Ja, genau. Wir haben dich schon mal hier. Ich war kurz davor, es im Discord-Server, ich bin extra beigetreten, dem Discord-Server der Liga beizutreten. Ich wollte fast schon den Clip veröffentlichen, dachte schon aber, ah, es kommt vielleicht nicht so gut an. Ich habe es dann doch gelassen. Wer weiß, vielleicht ist ihm was passiert oder so. Man, wir wissen ja nicht, warum er. Genau. Aber wir hoffen noch auf dieses Duell, wir wollen dieses Duell sehen. Genau. Ja, ich wollte auch schon ein bisschen stalken im Facebook oder so, ob ich den da irgendwie auftreiben kann. Ja, haben wir Informationen zum Aiden Gray? Ne, zum Aiden Gray, zum Green Mom? Da kann ich jetzt auch noch kurz was einschieben. Es gibt einen neuen Patch seit letzter Woche für Warcraft. Okay. Mal wieder. Es hat sich im Grunde nichts geändert. Ja, die Figuren der Nacktelfen haben sich ein bisschen, die Ohren der Nacht, habe ich Nachtelfen Du gerade hast gerade gesagt? Nacktelfen gesagt. Für die Leute, die öfters zuschauen, das hat einen Grund. Ne, die Ohren der Nachtelfen sind jetzt anders, oder was? Ja, es gibt Anpassungen an den Modellen und ein bisschen an der Grafik und so weiter. Am Spiel selbst hat sich leider nichts geändert. Das ist die übliche Warcraft-Reforged-Kritik. Zudem kann man auch sagen, Blizzard hat angekündigt, dass es alle 3 Monate einen größeren Patch kommen oder geben soll. Das haben sie auch eingehalten. Nur leider haben sie nichts gefixt, was die Fans stört. Bäh, Und Blizzard, bäh. jetzt, ja, jetzt habe ich mal. Nein, was ich sagen wollte, ist, durch diesen Patch sind die alten Replays leider nicht mehr anschaubar. Die können wir gerade nicht mehr öffnen. Deswegen konnte ich auch nicht gucken, wie der Adam Gray spielt. Den Greenmon, den heutigen Gegner vom Winkes, den habe ich lustigerweise gesehen, weil das der Auxilium hat am ersten Spieltag gegen ihn gespielt. Deswegen habe ich ihn schon gesehen tatsächlich. Okay. Weißt du denn auch, Genau. welche Rasse er spielt? Er spielt Untot. Ich wollte gerade sagen, ich habe es mir auch angeguckt. In der Liga kann man es ja nachgucken. Er spielt Untot. Das heißt, wir sehen einen Untot-Mirror. Ja. Genau, das ist heute ein bisschen was anderes. Der Adam Gray hat ja lustigerweise auch Mensch gespielt. Dann hätten wir dreimal in Folge Untot gegen Mensch gesehen. Deswegen hat sich das Matchup heute verändert. Soviel ich weiß, sind die Maps aber wieder die gleichen. Ja gut, wir kennen die Maps, die Spieler kennen die Maps, zumindest in Zwinkes. Von daher, ja. Normalerweise wird auch immer das Heimrecht getauscht. Also man startet immer mit dem Heimrecht des Erstgenannten, habe ich ja schon mal gesagt. Jetzt hat der Winkes der Kobold Echo Isles als Home Map wieder gepickt. Das heißt, wir sehen auch erneut die gleiche Reihenfolge der Karten. Mein Gott, mir soll es egal sein. Also ich hab trotzdem meinen Spaß, von daher Ja, läuft's. klar, der Abwechslung wegen wäre das halt schon. Ja, Nein. also mich persönlich hätte es jetzt gefreut. Ich muss noch kurz mein Bier umfüllen. Habe ich Bier gesagt? Ich weiß nicht, ich habe mir einen Kaffee Dein gefunden. grünen Tee. Es entwickeln sich Running Gags hier. Deinen grünen Tee, Mr. Original. Ich sehe auch von Sari, ich sehe ein lilanes Herz. Ich weiß es nicht, bei mir werden die Smileys immer komisch Nee, es ist angezeigt. lila. Hi, Original. Alles, was zu bedeuten, die Herzfarbe. Nee. Das ist Twitch lila. Also von daher ist es einfach ein Herz. Und genau. Ansonsten noch Hallo Cartensis. Wir senden hier 90 Sekunden verzögert. Von daher, ich habe dich nicht vergessen. Einen schönen Abend Ach, wünsche ich dir. hätten wir am Terry noch schreiben können, Er ist dass er. perfekt zum Blizzard-Bashing gekommen. Okay, sehr gut. Ja, Ja, ansonsten ansonsten, warten ihr habt. wir, ja, ansonsten warten wir nur auf die Einladung von Herrn Winkes ins Spiel. Hast du noch was zu sagen? Genau, 21 Uhr ist terminiert. Das heißt, wir haben jetzt halt. Meine Uhr geht ein bisschen falsch. Ich glaube, 3 Minuten. Also, es müsste Ihnen gleich losgehen. Ja, genau. Wobei, wie, Zuschauer 90 Sekunden nochmal drauf. Bei mir haben 56. Genau. Genau, sind wir sehr gespannt. Ich kann auch mal kurz was zum Greenmon sagen. Ja. Erstens, was sein Name bedeutet, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Aber wir sind da auf einer Linie, glaube ich. Du sagst auch Greenmon. Moon. Nick Mon, also M-O-N, von daher Mon, Green Mon. Genau, also.
Ja. Falls er sich das Real Life anschaut, nicht beleidigt sein, wenn der Name falsch ausgesprochen wird. Korrigier es gerne Ja, in den Kommentaren. falls wir die Möglichkeit haben, würden wir dich auch danach bitten, hier ins Discord zu kommen, dass wir noch kurz ein bisschen über die Spiele reden. Ich hoffe, das geht klar, da können wir dich auch nochmal nach deinem Namen fragen. Ansonsten habe ich ein bisschen gegoogelt. Mon ist ein Volk aus Thailand. Ich weiß nicht, ob das in Verbindung steht, ob du vielleicht thailändische Wurzeln hast oder so, keine Ahnung. Hallo, grüner Thailänder. Sollten wir nicht so viel spekulieren am Ende. Ich Nein, sag. natürlich nicht, natürlich nicht. Genau, ich habe auch gegoogelt. Bei mir kam aber, meine Haupttreffer waren irgendwas mit Bauunternehmen. Muss irgendwie ein Bauunternehmen sein oder so. Also, ja. Gut, lassen wir uns überraschen nachher. Genau wie du schon sagst, Spekulation zu viel ist vielleicht auch nicht gut. Genau. Ja. Ich wollte noch wissen, zum Green Man kann ich ein bisschen was sagen. Wie gesagt, ich habe sein erstes Spiel gesehen. Kann man heute auch schon. Also es soll nicht despektierlich klingen, aber der Winkes ist heute, oder ich sehe den Winkes heute in der Favoritenrolle. Green Mon ist Tabellenletzter. Das hat nicht so viel zu heißen. Bei seinem Spiel ist mir aufgefallen, also er weiß schon, was er tut. Also Fallobst ist das jetzt auch wieder nicht. Ich habe bei ihm als Schwäche ausgemacht, dass er so ein bisschen Makroprobleme hat. Also das heißt, entweder bewegt sich seine Armee und in seiner Base passiert nichts oder umgekehrt, er macht was in der Base und seine Armee steht still. Das will man eigentlich gar nicht. Die Armee muss sich eigentlich immer bewegen. Ja. Deswegen ist so, dass diese Multitasking-Sache, das ist so, glaube ich, sein Schwachpunkt. Und zum Winkes kann man sagen, ich bin mal gespannt, ob er heute was anderes probiert oder ob das wieder die gleiche Schiene wird. Ich persönlich habe natürlich wieder ein Spannungsduell gegen ihn gemacht. Habe ihm gesagt, er soll mal ein bisschen variieren. Auch, ich meine, die anderen Gegner gucken ja auch, was er so treibt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man einschätzen kann, ob die anderen Gegner sich auch so gut vorbereiten wie der Herr Winkes oder so gut wie möglich. Ich meine, mit diesem Update hat man ja gewisse Problematiken beim Aufrufen von Games, aber ansonsten kann man ja eigentlich relativ gut den anderen immer zugucken, was die machen. Genau, ja, genau. Ich weiß es jetzt aus der Liga nicht. Ich weiß aber in der fünften Liga, da viele Grüße an Equalize an dieser Stelle. Ich weiß, dass die es schon machen. Also die, wo ein bisschen Ehrgeiz haben, die machen das schon. Und von daher wäre der Winkel jetzt so langsam ein bisschen durchschaubar. Wäre aber die Frage, ob er das gegen den Tabellenletzten, ohne despektierlich zu klingen, ob er das quasi jetzt schon machen sollte oder ob er sich gewisse Taktiken nicht noch aufhebt. Das habe ich ihm gesagt. Ja, gut, als Überraschung kann man es natürlich auch. Gut, da kann man argumentieren, wie man will. Ja, das stimmt. Ich habe zu ihm gemeint, wenn du was ausprobieren willst, dann wäre doch jetzt die Gelegenheit. Und er meinte, nee, er geht mit vollem Ehrgeiz oder mit voller Seriosität daran. Und ich fürchte fast, wir werden das gleiche Spiel bei ihm sehen. Und du weißt, wie das im Fußball ist, Spiele gegen den Tabellenletzten. Es ist kein einfacher Sieg. Meistens. Meistens ist es ein Gewürge. Ja, genau. Die Spieleinladung ist da. Wunderbar. Aber wir sind gespannt. Sind gespannt. Greenmon ist im Spiel. Ich bin im Spiel. Du bist im Spiel. Können wir kurz schreiben. Hi. Wunderbar. Genau, viel Spaß euch. GLHF. Dann wie immer pünktlich natürlich. Genau 21 Uhr. Perfekt. At Cremon ready. Jupp, ready. Ready, dann kann es auch losgehen. Sehr, sehr schön. Ich bin schon fast ein bisschen aufgeregt. Zu Echo Isles kennen wir ja die Karte relativ klein. Man kann gut expandieren, wobei beide Untot spielen. Als Untoter macht man es eigentlich nicht oder ist nicht so nötig wie mit anderen Rassen. Man kann gut harassen, also man kann gut Stören. relativ früh den Gegner stören, genau. Und jetzt bin ich mal gespannt. Links oben den Greenmon, rechts den Herrn Winkes. Wir bleiben eher mal auf dem Greenmon drauf, auf dem Kamerabild. Tal der Dunkelheit und Gruft direkt. Genau. Ist noch bei Untot nicht sofort zu durchschauen, was er vorhat. Gruft, jetzt kommt zweiter Ziggurat. Erster Ziggurat, meine ich, Entschuldigung. Dass er den Altar früh baut, das spricht schon eher, dass er was Aggressiveres plant.
Gut, wir sehen beim Winkelsten nur den Altar bisher und ein Ziggurat. Und jetzt kommt auch die Gruft. Leicht verzögert im Gegensatz zu Greenmon, okay. Genau, aber das sieht erstmal nach dem gleichen Plan aus. Beide haben noch keinen Friedhof gebaut. Den Friedhof baut man für die Spinnen, also für die Fiends. Ich habe mich beim Winkes, er war übrigens beleidigt, dass ich das beim letzten Spiel nicht gesehen habe. Das ist also ein Ghoul-Bild. Okay, wir merken uns ein Ghoul-Bild. Genau. Winkes sehr gut, geht sofort rüber zum Scouten. Und der andere aber auch. Oh, das ist jetzt bis jetzt exakt parallel Aber fast. einer geht oben, einer geht unten lang? Und Eventuell? wir haben die erste Überraschung. Ja. Der Held beim Greenmon ist ein Schreckenslord. Okay. Winkes stattdessen, wie gehabt, ich hab's befürchtet, mit dem Todesritter. Schreckenslord spricht so ein bisschen für, tatsächlich für eine Fast-Echse. Okay, sind wir gespannt. Ist das der Pitlord oder ist das nochmal jemand anderes? Nee, Pitlord ist ein neutraler Held, Ist den kann neutraler man Held, okay. in der Mitte an der Taverne kaufen. Winkes hackt mit seinem Akrolyten gleich mal auf den Shop ein. Genau, ansonsten hier Schreckenslord, ein listiger Held, der Kämpfe kontrolliert, kann Aschwarm, Schlaf, Vampiraura und Infernal lernen. Ich wollte mal kurz sagen, dass er den Shop angegriffen hat, halte ich für einen Fehler, weil jetzt kommen die Ghule und wollen ihn vertreiben. Weil er will natürlich nicht. Hat das gesehen, dass es der Schreckenslord ist? Weil das wäre die erste wichtige Das müsste Information. er jetzt sehen. Er wird es auch eingeschläfert von ihm. Und fast surrounded. Ich glaube, das ist First Blood für Greenmon, wobei er jetzt ja zweimal. Ich wollte gerade sagen, so viel Mana, wie der dafür gebraucht hat. Oh, das halte ich für verschwendet. Wahrscheinlich. Das halte ich leider für verschwendet. Ansonsten ist jetzt bei Winkes auch die Gruft da. Der erste Ghoul kommt raus. Friedhof ist auch fertig geworden. Genau, Greenmon baut noch keinen Friedhof. Das wird also wahrscheinlich eine Fast-Echse tatsächlich. Und er hat sich aber dieses Seltene Skelette. Spielers werden angegriffen. Ja, mit Ex, Genau. mit dem Ghoul mit, komm, nimm da mit. Auch ein Akolyt. Das Okay. wird eine Fast-Echse, ja. Okay. Du hast ja Videos von ihm gesehen. Hat er das schon gemacht? Nein, also ich war wie gesagt nur der erste Spieltag. Da hat er auch relativ früh expandiert. Das war aber dann irgendwann auf T2 schon. Also eine richtige Fast-Echse hat er da nicht gespielt. Ansonsten, Katrensis merkt noch an, dass es etwas merkwürdig ist mit den 90 Sekunden verzögert. So Zeitreise-like. Die beiden sagen, was es dauert 20 bis hören. Ja. Antworten, es dauert wieder 20 Sekunden. Ja. Ich bin Aber wir lesen Zeitreise auch. geschädigt. Lasst gerne Kommentare auch zum Spiel da, auch wenn wir nicht direkt drauf eingehen können, wenn wir was übersehen zum Beispiel. Ansonsten geht Winkes jetzt mit zwei Skeletten und einer Gruftbestie rüber. Das ist so ein typischer Bild, wenn man den Schreckenslord baut, dass man damit leichter die Echse creepen kann und das ist schon ein klares Indiz eigentlich für eine Fast-Echse. Ich Winkes würde mir läuft wünschen. aber in die Armee. Ich würde mir wünschen, dass er runtergeht und jetzt wieder erstmal gesleept. Er Also verliert kann man auch auch. noch kurz sagen, die Fähigkeit vom Schreckenslord ist, er kann Einheiten einschläfern. Aber hat es kein Mana mehr. Ja. Oh, schöne Keule übrigens. Dieses Einschläfern macht man, damit kann man Einheiten aus dem Spiel nehmen. Die sind auch relativ lange sogar dann erstmal bewegungsunfähig. Die wachen aber auf, sobald man sie angreift. Und deswegen will man entweder Einheiten rausnehmen oder man schläfert sie ein und will sie surrounden. Und dieses Surround hat jetzt das dritte oder das vierte Mal schon nicht geklappt. Ich selbst kann es auch nicht. Ansonsten hat der Winkes trotzdem relativ viel Schaden gefressen. Er hat jetzt die nächste Keule benutzen müssen. Hat es einen Gegner, zwei Gegner weggenommen? Glaube, eine Keule hat er noch. Das kann man auch ein bisschen als typisches auf das Matchup ein bisschen eingehen. Da die untot sind, kann der Winkes nicht den Gegner keulen. Okay. Oh, die eine Fiends ist sehr low. Das könnte. Ah, da kommt wieder die Keule geflogen. Das war jetzt aber definitiv die letzte. Leider auch gar nicht drauf Aber geachtet, der ob Gegner der. verliert jetzt auch relativ viel. Ja, er verliert die Skelette, die kann man sowieso verlieren. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob er Ghule verloren hat. Ich glaube, ein Ghul hat er verloren. Skelette sind egal, die Ghules tun halt weh.
Ansonsten aber er macht das gut soweit. Aber er hat die Echse noch nicht gescoutet, also das weiß er jetzt genau. Stand jetzt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, dieses Scharmützel da ist gut für Greenmon, weil dadurch hat er Zeit, seine Echse hochzuziehen. Er baut jetzt auch die ersten Tower schon an der Echse und er hat 3 Akrolyten drin. Er baut auch 2 nach. Das ist auch wichtig, dass er das nicht vergisst. Aber von daher ist ganz. Aber jetzt läuft er zur Echse. Ich würde ihn jetzt halt irgendwie woanders hinlocken. Eher in die andere Richtung locken, genau. Aber Wink ist auch mit sehr angeschlagen her, 2 seiner Kopfbürstchen. Ja. Eine 4. kommt jetzt eine Runde. Gut, Greenmon hat auch nichts anderes als ein Held und ein Ghoul. Von daher ist die Armee von Winkes sogar besser. Der Friedhof ist fertig übrigens beim Greenmon und da kommen auch die ersten Fiends. Und ganz interessant, er baut die 2. Gruft, also er baut eine 2. Kaserne. Ja. Das könnte man vielleicht sein. Er zieht der Winkes die Echse und ich glaube, jetzt rutschen ihm die Mundwinkel nach unten. Und der Gruftbestie wird auch direkt gebaut in der einen Gruft bei Greenmon. Also er geht auch auf die Fiends. Genau. Mit den Towern kann er das kämpfen, glaube ich. Ja, aber die Linksarmee besser ist. Schöner Sleep. Boah, ich würde fast die Fiends fokussieren. Er fokussiert halt nur einen Helden. Er kriegt aber viel weg vom Greenmon. Ja, oh, die Fiend war wertvoll für den Winkes. Kriegt das Surrounded? Bringt ihm das was? Das... Ja, gut, und kann der Winkes probieren, aber ich glaube, er kriegt es doch schlechter hin als Greenmon. Beide Helden ist sehr angeschlagen. Greenmon hat auch überhaupt nichts mehr in seinem Inventar. Winkes creept erstmal weiter. Ja, und das wird auch langsam Level 3 beim Winkes, während Greenmon jetzt erstmal darauf bedacht ist, seine Echse zu verteidigen. Er hat sehr viel Gold, der Greenmon, kein Holz. Nebenbei Winkes checkt durch wieder, das kennen wir ja auch schon von ihm, sofort auf C3. Ist er jetzt schon auf 3 erreicht, oder was? Er ist jetzt halt auf dem Weg zu 3. Jetzt hat er Tech 3 erreicht. Ah, aber Greenmon auch schon auf dem Weg zu einem Drittel. Aber auf T2 erst. Ah, okay. Woran sieht man das eigentlich? Ja, es ist ein bisschen blöd. Man sieht es an den Namen. Die Gebäude sehen gleich aus, allerdings. Bei Mensch zum Beispiel sieht man es. Da sieht das Gebäude dann anders aus. Ja, okay. So, der Weg ist halt Zeit für einen Job. Das ist auf dieser Map auch sehr wichtig. Shop Control, oder ist eigentlich immer wichtig. Auf dieser Karte gibt es aber nur einen. Ich sehe beim Winkes den Zweitheld noch. Ah doch, der Zweitheld ist da, der Lich. Der kauft sich auch gleich seinen geliebten Orb. Der Klassiker, der Winkes Lich. Und damit hat der Winkes auch schon richtig viel Schadenspotenzial in seiner Armee. Unverwundbarkeitstrank. Die erste Statue ist da, sehr, sehr schön. Da ist der Lich. Oh, das läuft auch ein bisschen parallel zum Spiel gegen Auxilium. Der hat ja auf dieser Map auch als Mensch eine Fast-Exe probiert. Hat dann jede Menge Gold, was er aber nicht einsetzen konnte. Und das ist bei Greenmon leider ähnlich. 1600, 1700 hat er gerade. Ja gut, hat jetzt also hat kaum Holz. Ja, genau. Hat jetzt aber 3 Ghule auf Holz. Ja, 3 Ghule ist so normal. Oh, jetzt kommt der Creep-Check. Das ist gutes Timing für einen Greenmon. Da denken die ganze Zeit, die wollen raus TP'en, aber das sind so auch ein Trunke. Ganz knapp. Foliant der Beweglichkeit. Oh nein, hat er sich. Ach gut, das TP musste er sich eh. Was ich noch sagen wollte, wenn man so viel Gold hat und kein Holz, im Grunde jede Einheit kostet auch ein bisschen Holz, kann man zum Shop gehen und in Items investieren, weil die kosten nur Gold. Oh, der Weg ist pusht gleich. Schlachthaus im Bau. Die nächste Fiend geht down. Oh, das könnte schon die Entscheidung sein. Der nächste Fiend. Der Greenmon hat halt nichts, was ihn heilt. Er hat keine Statues, er hat keine Coils. Todesritter aufpassen, Winkes. Ja, Winkes, oh, Todesritter. Winkes hat nämlich schon sein Ding verbraucht, seinen Unverwundbarkeitstrank. Da kommt jetzt auch nochmal ein Fleischwagen reingefahren, den zieht aber jetzt direkt zurück.
Okay, mal von Winkes ist auch nicht den Fleischwagen, gell? Ich würde sagen, das ist völlig untypisch. Da muss ich mal kurz in seine Base bauen, da wird doch hoffentlich keiner nicht auf untote Priester gehen, aber tut er nicht. Also ist auf jeden Fall das Schlachthaus fertig, die Stadt hier kommt. Macht soweit alles soweit bekannt. Ja, der Gegner jagt jetzt die den Fleischwagen. Kann er wenigstens vielleicht auch ein bisschen locken in der Richtung. Aber er will ihn retten. Er geht hinterher. Und währenddessen läuft die ganze Zeit. Die nächste Fiend geht down. Das sind zu viele Verluste für Greenmon. Auch wenn er es leisten kann vom Gold, aber. Das ist natürlich auch jede Menge Erfahrung für einen Winkes, der schon wieder keinen Unverwundbarkeitstrank hat. Dafür Level 4 jetzt schon. 4-2 bei Winkes gegen nur 2 bei Greenmon. Das ist schon krass, ja. Ich sehe auch keinen Zweitheld. Oh! Und das war der Schreckenslord. Oh, das ist schon. Ist das schon jetzt. Jetzt rückt die. Ja. Glückwunsch, Herr Winkers. Sehr, sehr, sehr schön. Schon wieder mit 2500 Gold. Also, Greenmon, falls du dir das anguckst, bring dein Gold auf die Karte. Ja, das ist. Ich hab's ja bei Auxilium habe ich es ja auch gesagt. Es ist gar nicht so einfach. Bei wem? Bei wem hast du den gerade richtig ausgesprochen? Auxilium. Ah, ja. Hab ich's richtig ausgesprochen? Ja, du hast richtig ausgesprochen, deswegen. Nicht Axelotl. Donnerwetter. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, Helden 4-2-2 immer noch am Ende. Am Anfang hat man ein bisschen Sorge um den Herrn Winkes, aber er hat es gut ausgespielt. Ja, es sind halt diese ganzen Verluste, die der Greenmon hatte. Er hat nichts zum Heilen gehabt. Und er hatte das Gold, da kann ich nur den Tipp geben, oder den bescheidenen Tipp, ich bin ja jetzt auch kein guter Spieler, dass er dann zum neutralen Shop geht, weil da kann er sich auch Healing Scrolls, also Heilrollen kaufen. Ja, wir sehen ganze 3000 Gold mehr bei Greenmon im Gegensatz zum Herrn Winkes. Ich bin übrigens schon eingeladen, hast du die Einladung verpasst? Ich habe keine bekommen. Kannst du es vielleicht suchen, SPN? Vielleicht wollen sie dich auch nicht mehr dabei haben. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich noch im Ding drin war, in der Statistik? Ich war auch in der Statistik. Okay. So, wo ist das Trepp? Short Break oder willst du gleich weiter? Oh, Kani. Willst du gucken? Die spricht immer noch keiner, wo das. 3 Minuten. Oh, ich mach das hier aus reiner Freundlichkeit, Herr Winkes. Will mal nur ein bisschen plaudern. Ja, 3 Minuten, also. Muss er sich erholen von dem Schock. Ja, wie gesagt, das war auch nicht schlecht. Also er hat da schon die Strategie gehabt mit der Fast-Exe und das macht man auch mit dem Schreckenslord und mit Ghoulen und so weiter. Das hat er alles gut gemacht und war irgendwie das Problem, dass er zu wenig auf Holz hatte. Wäre vielleicht ein Federholz-Ghoul noch eine Idee. Aber das spekuliere ich jetzt halt auch nur. Hm? Ich kenne mich mit den Untoten jetzt auch nicht so aus. Kani, kennen wir den? Nö, den kennen wir nicht. Also ich kenne ihn zumindest nicht. Liebe Grüße aber auch an dich, Kani. Hier nochmal unser Link. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man im Chat den Link halt nicht anklicken kann und man kann auch nichts rauskopieren. Ja gut, aber man kann relativ deutlich sehen, www.twitch.tv/spn-semipronoobs. Also mit SPN oder Semipronoobs spätestens kann man uns schon finden, so ist es nicht. Ja, klar. So, ansonsten, was gibt's im Chat Neues? Nichts? Keine? Ah, nee, ich darf nicht. Ich darf ja, Kartenzis, auf deinen einen Kommentar bin ich leider nicht eingegangen. Ich lese es noch mal kurz vor. Was macht er in der Basis? Steht die Basis von ihm still? Durch die 90 Sekunden weiß ich leider nicht genau, an welcher Stelle du es gemeint hast. Deswegen bin ich da nicht näher drauf eingegangen. Genau. Also das Video kommt auch wieder auf YouTube übrigens, kann man nochmal kurz sagen. Gerne liken und kommentieren. Können wir nochmal gucken, an welcher Stelle das dann war. Ne, können wir nicht. Erstens hast du im YouTube-Video nicht den Chat einerseits, andererseits hast du immer noch diese 90 Sekunden drin. Zufall. Okay, Kane ist zufällig hier drin. Sehr, sehr schön. Ja gut, ich sehe ja, wann er es geschrieben hat. Dann kann man ja im YouTube gucken. Im YouTube siehst du den Chat nicht. Ja, aber ich kann ja, ich sehe ja auf Twitch den Time. Ja gut, okay. Gut. Timecode. Ich schaue mir immer wieder Games an. Ah ja. Kani, also zufällig hier. Wunderbar. Ja, dann Winkes hat einfach seine Schiefe runtergespielt, hat's gut gemacht.
Muss genau, würde ich jetzt auch gar nicht auf sagen. die Exe gehen. Ja, hätte er schon gemusst, aber okay, es ist so rum. An der Exe standen schon zwei Tower in seiner Base, glaube ich, habe ich sogar keinen bemerkt, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber da hat er keinen Tower gehabt, deswegen war der Push auf die Exe, auf die Main, der Push auf die Main war dann, sagen wir mal, leichter als der Kampf unten. Ansonsten friert die Sari ein bisschen, aber da haben wir es heute ein bisschen besser. Wir haben Hoodies und die sind relativ warm. Also von daher, ich friere nicht. Frierst Das du? ist ja heute, das soll ja heute ein bisschen professioneller wirken, aber ich muss trotzdem kurz fragen, Sari, warum frierst du? Was hast du an? Nein, das streichen wir raus, du. Oh, es geht los! Genau, im richtigen Moment ist dann wieder ein bisschen schlüpfrig wird. So, das zweite Spiel ist weiter. Wie gesagt, ist Best of Two. Jawohl. Das heißt, ist jetzt auch die letzte Karte, die wir sehen. Aber Sonja. Ähnlich klein, auch wenn sie größer aussieht, aber sie hat die gleiche Abmessung, die gleichen Abmessungen, wenn ich das sogar richtig weiß. Wunderbar. Hier ist das Expandieren ein bisschen schwieriger, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich will es jetzt nicht prophezeien, aber ich fürchte, dass wir dann auch wieder ein Harassment vom Link ist, wie er es in jedem Spiel tut. Was er aber halt auch dann relativ gut kann, oder zumindest nerven kann er. Ja, genau. Green Moon ist mal rechts oben. Genau, diesmal Wink ist links unten. Ziggurat und Altar. Die Akolyten müssen das Gebäude nur anfangen und können sich dann wieder zurückziehen, oder was? Genau, das ist rassenspezifisch, das ist nur bei den Untoten so normalerweise, also alle anderen drei Rassen, die brauchen einen Arbeiter, um ein Gebäude zu bauen. Die Akolyten beschwören das nur und dann geht die Beschwörung an sich von alleine vonstatten. Bin ein bisschen überrascht, der Winkel spielt es nicht so wie das letzte Mal, diesmal nämlich Gruft und Friedhof, noch keinen Altar. Das heißt, das ist jetzt, Der Winkel, bitte jetzt kommt. korrigieren. Das ist jetzt sein Fiendbild. Ziggurat aber nicht vergessen, den braucht er jetzt auch gleich noch. Ja, kommt direkt. Da auch. Also das ist ein Fiendbild, ich behaupte es jetzt einfach mal. Wir werden es sehen. Ansonsten der Greenmon mit der gleichen Taktik erst. Für meinen Geschmack, er hat jetzt schon den Shop in Auftrag gegeben. Für meinen Aber Geschmack dann mit passt dem das. Todesritter. Und wir Todesritter, genau. Friedhof. Bei Da kommt noch Greenmon. der. Genau, und er geht auch rüber zum Scouten. Der Wink ist diesmal nicht. Bin mal gespannt, ob der Wink ist diesmal einen anderen Held spielt. Was kostet der Akolyt? Weißt du das zufälligerweise? Ja, 75 Und Gold. Winkes geht jetzt los zum Scouten. Ah, gut, das gefällt mir beim Wink. Also gefällt mir bei beiden Spielern natürlich. Der Wink ist macht es typischerweise nicht. Ah, jetzt sieht der Green One, dass der Altar auf jeden Fall noch nicht fertig ist. Jetzt ist er fertig. Was sehen wir für einen Helden? Noch keinen. Jetzt sehen wir auf den Todesritter. Todesritter. Der aber bei Minkes gerade jetzt angefangen hat und bei Greenmon jetzt schon rauskommt. Genau. Ruhe der Totenbeschwörung lässt zwei Skelettkrieger aus einer Leiche entstehen. Hat vier Aufladungen. Genau, das ist so typisch. Macht halt, oder gerade am Anfang sind alle Einheiten, die man beschwören kann, ganz gut, weil die fressen den Schaden und wenn sie tot sind, ist es auch nicht schlimm. Hat er jetzt für zwei Skelette beschworen für den Akolyten oder was? Nee, das macht man schon so zum Creepen. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich amüsiere mich immer wieder drüber. Die Position der Schafe auf den Karten ist ganz für einen untoten Spieler ganz interessant, weil Wegen er den hat die Skeletten? Skelette. Naja. Er hat Skelette aus zwei Skelette aus einer Leiche von einem Schaf gezogen. Der Akolyt geht ein bisschen todesmutig in den Creep Camp rein. First Blood für Green One. Schuhe der Beweglichkeit. Greenmons Akolyt steht aber dann auf der Karte einfach nur rum. Und wir sehen Genau, jetzt ja. auch die erste Gruftbestie bei Winkes. Genau, also er macht das gleiche Creep Camp, hat jetzt auch die erste Spinne schon mit dabei. An das orangene Camp traut sich der Green One nicht. Obwohl er mit vier Skeletten und mit Ghoulen kann er das eigentlich schon schaffen. Damit wäre er schon Level 2.
Aber zwei sind jetzt zerfallen, die haben nur eine gewisse Dauer, die Skelette. Genau, also wenn sie nicht sterben, dann gehen die automatisch irgendwann kaputt. Umhang des Schattens bei Winkes, ist das gut? Ich sag... Helden unsichtbar? Genau, das ist... Naja, also ist es ganz nett, aber eigentlich ist das jetzt kein gutes Item. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die sonst... Das wird ja immer zufällig gedroppt. Ja. Sari hat übrigens auch einen Hoodie, aber er ist trotzdem kalt. Und go Winkers! Ja, da läuft er am Akolyt. Gibt der Akolyt auch Erfahrung? Ja, klar. Okay, dann jetzt kümmert er sich auch darum. Und wir sehen... Jetzt kommt der Green Check. Hoffentlich. Ich glaube, das wird dem Green Mon überhaupt nicht schmecken. Er kriegt aber immerhin noch das Item. Das ist auch wieder Schuhe oder Beweglichkeit. Ja. Das ist wiederum ein gutes Item, damit läuft der Held ein bisschen schneller. Er hat aber schon zwei, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, er hat schon zwei davon. Genau. Soweit ich weiß, gibt es eine Spitzengeschwindigkeit, die eine Einheit haben kann. Das summiert sich aber auf. Also wenn er zwei Schuhe anhat, einen links, einen rechts. Wobei er braucht vier Schuhe eigentlich, er reitet ja auf dem Pferd. Stimmt. Sorry für den Flachwitz. Nee, aber nee, der Bonus... Fall. Der Bonus addiert sich auf, also ja, müsste deutlich schneller sein. Finmon jetzt 650 Gold und 300 Holz, also ein bisschen besser aufgestellt. Winkes geht wieder zum Scouten rein. Dafür mit dem Tag aber ein bisschen voraus sogar. Eine Stadt wird belagert. Oh, Skelett hinten an den Akolyten, das ist ja mega ärgerlich. Winkes creept in derweil weiter. Muss er jetzt extra hinterlaufen, um dieses verdammte Skelett zu töten? Ja. Winkes so, auf 3. Wir sehen jetzt auch das Schlachthaus. Also, was ist endlich? Sehr zügig diesmal im Vergleich zum letzten Spiel. Winkes ist. Tagt sofort wieder durch. Ich sag's ihm jedes Mal. Also, beziehungsweise, für meinen Geschmack, ich baue gerne das Schlachthaus, das ich halt die Statues früher habe. Ja. Wahrscheinlich werden wir auch dann zwei relativ ähnliche Armeen aufeinandertreffen. Ja gut, sehen. Die bauen jetzt beide Spiele. Genau. Und wahrscheinlich auch Setius. Genau. Wobei Winkes jetzt fleißig creept, während Greenmon nichts macht. Ja, er hätte das eine orange Camp, wo er jetzt wieder vorbeiläuft. Das könnte er jetzt, hätte er schon längst anfangen können. Macht er jetzt wahrscheinlich auch, würde ich fast vermuten, aber... Der blöde Winkes läuft, also was jetzt Licht? Der Team Winkes. Der Winkes läuft da schon in die richtige Richtung. Greenmon kopiert den Herrn Winkes. Wobei das. Ach so, alte Probleme mit den Nicknames. Greenman. Green Lantern. Winkes dreht aber ab, ja? Genau, er hat Glück, dass er das jetzt nicht gesehen hat. Das ist aber auch nicht schlimm, dafür kriegt er den Shop. Auf der Karte gibt es übrigens zwei Shops. Und hat einen Ring des Schutzes bekommen, erhöht die Rüstung des Helden um 3. Genau, ist für Nahkampfhelden ganz nett. Ist jetzt auch nicht besonders wertvoll, aber ist ganz gut. Und ein Wächterschutze. Das ist wiederum ganz angenehm. Also den kann er auf der Karte platzieren und dann zieht er zwei Minuten, was da in einem relativ großen Radius sogar, was da um ihn rum passiert. Woran hast du das jetzt gesehen? Einfach, dass die Ladung weg war, oder? Nee, es steht da. Du musst, glaube ich, auf den Winkes tippen. Kann man auch dazu sagen, dieser Ward ist unsichtbar für den Gegner. Wenn du auf der Sicht vom Winkes bist, dann müsstest du ihn sehen. Geht so. Habe ich dich verwirrt? Ja, ich sehe es einfach nicht, aber passt schon, alles gut. Ja, okay, nee, kein Problem. Der kam flach originally. Ich vermute mal, das war das vierbeinige Pferd. Ja, ich denke auch. Ansonsten Winkes wieder mit viel Schaden auf eine Kruftbestie. Aber Greenmon hat jetzt eine Statue, wird jetzt geheilt. Kriegt aber eine Kruftbestie. Die Keule lädt, also sehr gute Keul. Und jetzt zurück in die Base, das macht er genau richtig. Da würde ich vielleicht noch einen Tower ausbauen. Oder muss er nicht, aber... Ansonsten Greenmon scoutet weiter fleißig in der Base. Was man noch sagen kann, ihm fehlt... Ein zweiter Held hat er noch... Ah doch, der Lich ist auch da, also exakt die gleichen Helden. Was ihm fehlt, ist Erfahrung.
Genau, da haben wir jetzt auch wieder 3-1 gegen 2-1 und der Greenmon ist auch noch eine Hälfte weg davon. Der hat ja, die gut, Hälfte das schafft er. Das schafft er mit einem Spot, schafft er das. Ja, okay. Ich denke mal, er geht jetzt zur Exa. Nein, Hälfte nicht, ist zwei Drittel. Dafür geht der andere Shop an den Winkes. Den creept er auch solo, nur mit dem Lich. Todesritter hat sich da entfernt, absichtlich, damit die ganze Erfahrung auf den Lich geht. Der jetzt auch schon fast zwei ist. Genau. Damit Winkes bei beiden Helden kurz vorm nächsten Aufstieg. Genau, und beide Helden haben auch einen Unverwundbarkeitstrank. Bei Winkes? Ja, bei Winkes. Ja, also würde wahrscheinlich nicht allzu schlecht im Kampf aussehen. Ja, ich hoffe, dass der Greenmon dann die Fiends fokussiert. Heldenfokus macht Sinn. Winkes hat ein paar Illusionen weggeschickt. Scout genau, damit. Schaut, ob an der Echse was ist. Und Winkes macht einen roten Spot. Granitgolem. Das macht er auch ungestört. Das gibt jede Menge Erfahrung. Das sind dann zwei Levels für ihn. Oh, er muss die Invo-Potion ziehen bei dem Spot, das will man eigentlich nicht. Da hat er mich noch für geschimpft, als mir das letzte Mal passiert ist. Aber die Golems, die sind auch mega stark. Und durch die Edition hat er jetzt auch eine, also man sieht es auf der Minimap, eine gute Übersicht, das sieht fast alles von der Karte. Nicht schlecht. Winkes, wenn du dir das anschaust, Akro-Switchen das nächste Mal. Nee, also das ist bei den Golem das Problem, er schlägt und dann ist die Einheit, die vorne steht oder die er angeschlagen hat, das war in dem Fall der Todesritter, die ist dann erstmal gestunt. Oh, aber kann sich also nicht mehr bewegen. Ja, Klauen des Angriffs plus 12, plus 6. Ein richtig geiles Item. Und das ist halt ein Red Spot. Ja. Und da liegt auch sogar noch Foliant der Stärke 2, den hat er bisher übersehen scheinbar. Der liegt noch in den Golems drin. Da schimpfe ich auch mit ihm, wenn er den jetzt liegen lässt. Ja, das wartet man noch ab. Ja, er lässt liegen. Er lässt ihn liegen. Winkes. Winkes, guck mal, also ich zoome mal ran. So hätte er ausgesehen. Winkes geht zum Söldnerlager, aber wahrscheinlich nur wegen der Erfahrung. Flöte der Genauigkeit. Ja? Währenddessen beim Greenmon, er steht in seiner Base. Allerdings, das kann man noch sagen, mit dem Drittheld, mit dem Gruftlord. Ah ja, den wird von Thierry Alsmaa gespielt? Genau. Ich persönlich mag ihn ehrlich gesagt nicht so. Sieht schon geil aus, wenn man mal ran switcht. Aber jetzt auch eine beachtliche Armee bei Greenmon, auch wenn die Helden keine Erfahrung haben. Genau, es sind Spinnen, die haben auch sogar Upgrades schon. Winkes hat das Offensiv-Upgrade nur gemacht, Greenmon hat das Defensiv-Update noch gemacht. Winkes auf der Suche nach der Armee, so wie es aussieht. Winkes guckt jetzt nach dem nächsten Red Spot. Hoffentlich wird er dabei nicht gestört. Greenmon mit... auf dem Weg in die Basis vom Herrn Winkes? Die Red Spots dauern halt auch eine ganze Weile. Also zwei Sachen können jetzt passieren. Entweder der Creep-Check, wonach es nicht aussieht, oder er geht jetzt in die Base und der Winkes muss das TP ziehen. Und dann unseren Hauptheld ist angeschlagen ohne Ende. Ja. Schöner Push auf jeden Fall von Greenmon, das gefällt mir. Der Hauptheld ist ziemlich... Oh! TP vom Winkes mit einem mega angeschlagenen Held, wenn der Greenmon jetzt halt schnelle Finger hat. Ja, er zieht die Invo-Potion sofort, geht zum Shop. Kauft sich sofort einen Heiltrank. Boah, Winkes, pass auf den Helden auf. Eben ist was gefallen, war das der Gruftlord? Nee, der Lich. Ist eben in irgendein Held gestorben? Nee, glaube, das kriegt nichts. Okay. Deswegen hasse ich Mirror-Matches. Ich kann die Einheiten nicht unterscheiden. Ich sehe so lustig aus in meinem Outfit, okay? Soweit sieht der Kampf aber ganz gut aus für Greenmon sogar. Ja. Sind jetzt schon einige Fiends gefallen beim Winkes. Fast alle, hat noch zwei. Drei, nee, vier, da oben sind noch zwei. Da kommt auch die erste Monstrosität bei Greenmon noch mit dazu. Er darf sich jetzt nicht so sehr auf den Todesritter fokussieren, er hat sowieso keinen Mana mehr. Oh, Todesritter geht down. Oh, Winkes jetzt. Oh, Greenmon ist jetzt vorne. Deutlich vorne sogar. Verliert aber vielleicht den Lich? Nee, doch nicht. Nein, der Winkes muss sich um seinen Lich sorgen. Okay, Greenmon. Chapeau.
sind jetzt noch 4 Spinnen, aber mega angeschlagen. Lich ist auch so gut wie tot. Er kann den Trank Lich nicht trinken, Lich ist tot und jetzt rieche ich das GG. Oh, das war ja ein mega Push. Lieber Equalize, hätte Wingis jetzt schon aufgeben sollen. Ja, ich sag mal so, er hat noch jede Menge Gold, er hat jede Menge Ressourcen, aber er pusht jetzt halt in die Base und er macht alles kaputt. Ja, das muss das GG sein, können wir sie. Holt jetzt zwar noch die Ghule. Also ich sehe nicht, wie der Wingis da nochmal rauskommen soll. Es dauert jetzt eine halbe Ewigkeit, der Todesritter ist erst bei der Hälfte erst. Wenn der da aus dem Altar kommt, bin ich mal gespannt, ob da überhaupt noch was steht in der Base. Was es sich zu verteidigen lohnt. Wingis baut noch die Türme aus. Ja, das ist jetzt einfach nur Panik. Er hat so viele Ressourcen. Aus der Gruft kommt aber nichts mehr. 14 KNGG. Ja, ich fürchte auch. Wingis hat Supply von 14 zu 50, genau. GG vom Wingis. GG vom Wingis. Schade, Herr Wingis. Oh, Jemini. Eieieiei. Mann. Ach, das war halt dieser Timing, das Timing, dass der Wingis den Red Spot anfängt und ja. Dann halt das TP ziehen musste. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ich hätte das gar nicht erwartet. Also auf jeden Fall GG, Greenmon. Also zwischenzeitlich war es aber, also da war ja Wingis weit vorne von der Erfahrung der Helden, von der Armee her. Aber das war einfach, also ich glaube, es war wirklich das Timing. Oder siehst du noch was anderes? Greenmon übrigens wird anders geschrieben, hier anders geschrieben als im Discord, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen meine Verwirrung. Ja, nein, es war dieses verflixte Timing da am Red Spot, wo der Todesritter so low gegangen ist. Aber wir können sie gerne mal fragen, wie die Spieler sich in dem letzten finalen Kampf sich gefühlt haben. Und bei Greenmon, die 3-2-2-Helden, die wurden jetzt aber auch alle erst im letzten Kampf so hoch. Ja, genau, das ist ja das. Also krass. Na gut. So, jetzt da der offizielle Teil beendet ist. Was kommt jetzt? Noch eine Überraschung für mich, oder was? Jetzt sehe ich auch eigentlich wieder was. So. Bist mit der Maske doch etwas anstrengend gewesen. Ach so. Hallo, Winkers, grüß dich. Hallo, Greenmon, ich fürchte, du musst den Push-Button benutzen. Ich krieg's immer noch nicht hin, dich einfach freizuschalten. Ich weiß nicht, warum das hier nicht geht. Aber wenn du die Taste drückst, dann klappt das. Welche Taste ist das denn? Oder ich weiß es nicht. Oder ist es im Discord eine? Ich nehme an, dass du dir das selbst einstellen kannst. Ich habe auch noch nie benutzt. Notfalls gehen wir mal kurz in den allgemeinen Kanal. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber wenn das geht, ja klar, dann gehen wir einfach zurück. Moment, das ist das Problem wie immer mit meinem Kamerabild. Stimmt. Ja, dann verlieren wir dein... Ist das schlimm? Guck mal, ob wir es hinbekommen. Wenn nicht, du musst das Kamerabild ausblenden. Aber du hast vollkommen recht, Thorsten. Das ist Greenmon, jetzt. Das Stummsymbol ist weg. Wunderbar. So, jetzt. Ja, perfekt. Fantastisch. Ich habe nur die Taste einstellen müssen, weil ich die sonst nie verwende. Also. Ja, das glaube ich. Entschuldige, ich weiß nicht genau wieso. Ich bin immer noch am Wurschteln. Ja, GG auf jeden Fall an euch beide zum Unentschieden. Greenmon war, glaube ich, deine erste Map, die du geholt hast. Hallo? Solche Fragen antwortet er nicht, Thorsten. Ja, ich... War das so provokant? Ich muss noch reinkommen. Ich habe eigentlich schon eine Antwort gegeben, aber da habe ich die Taste vergessen. Ja, war mein erster Sieg. Endlich. Jetzt dann in der 4. Woche geholt. Beim ersten Game, ja, das war das erste Mal, dass ich mir halbwegs mal... Also das zweite Mal, dass ich Dreadlord probiere und... Das erste Mal, dass ich mir mal ein bisschen vorher was angeschaut habe, wie man den überhaupt gescheit spielt. Wie man gescheit den Early Push macht, also ja. Ja. Nee, wir können jetzt erstmal zur ersten Map sprechen. Lustigerweise, ich sehe Echo Isles jetzt das dritte Mal. Vorletzte Woche hat der gegen einen Mensch allerdings, der hat es auch mit der Fast Action probiert. Und du hast genau das gleiche Problem gehabt. Dass du jede Menge Gold hattest, aber du hast es nicht auf die Straße gebracht irgendwie. Ich finde, was auch ein Problem war, was
dass ich dann nämlich auf die Fiends gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ich brauche irgendetwas Stärkeres gegen die Fiends und die Ghule sterben mir ein wenig zu schnell, aber das, da ich dann schon die Vampire Aura geskillt habe, war es eigentlich genau das Falsche, was ich gemacht habe. Ja, also ich würde ja sehr gerne klug scheißen und jetzt erklären, was du in der, auf der ersten Map alles falsch gemacht hast, aber nach der zweiten traue ich mich das irgendwie nicht mehr. Ja. Nee, ich hatte das Gefühl, die Taktik ist ja eigentlich ganz gut. Du hast die Echse ja auch problemlos hochgekriegt. Genau. Aber du hast vor allem im ersten Aufeinandertreffen irgendwie deine Sleeps, die waren fast nutzlos. Also weil das mit dem Surrounden, wenn du das machst, muss das mit dem Surrounden halt klappen. Und irgendwie hast du das nicht so ganz hingekriegt. Ich kann da gar nicht viel klugscheißen, weil ich kann es auch nicht, deshalb mache ich es nicht. Aber du hast, glaube ich, 3 Stück gemacht und hast mich nicht einmal surrounded. Ich konnte immer weglaufen und hab's halt tatsächlich geschafft, da sehr wenig zu verlieren. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Vor allem, wie gesagt, uns nie wirklich schön hinbekommen. Also ja, sehr schade. Ja, und dann auch ein bisschen zu langsam gecreept, glaube ich. Weil der ist, wenn du den so früh spielst, gegen die Creeps, glaube ich, auch recht gut. Dass du da dann halt versuchst, ihn dann vielleicht schneller zu leveln. Da kann ich noch kurz eingreifen, Greenmon. Du hast gerade am Anfang 2 Sleeps an den Akrolyten verschwendet, sage ich mal in Anführungsstrichen. Den hättest du doch auch so gekriegt. Warum hast du das gemacht? 2 sogar? Ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich den Dreadlord wirklich probiert habe zu spielen. Ich habe mir halt hauptsächlich die Replays von dir angeschaut und ich habe gesehen, aha, du spielst eigentlich recht viel Fast Fiends. Und ich wollte einfach mal probieren, dass ich da dann vielleicht, weil du den Helden eher später bekommst, dass ich vielleicht mit einer Fast Expo was hinkriege, dass ich dann mehr Gold habe im Mid- und Late-Game. Und das, wie gesagt, die 2 Sleeps, ich war mir nicht sicher, ob ich ihn tatsächlich bekomme. Deshalb wollte ich einfach nur mal sicher gehen, was dann, wie schon gesehen war, halt am Ende dann ein Fehler war. Und bei den Surrounds, ja, es... Keine der Surrounds hat wirklich geklappt und da ist halt das Problem, was bei vielen meiner Spielen das Problem war, ich muss Micro mehr üben, also ja. Ja, die Strategie grundsätzlich fand ich sogar gut. Wie gesagt, 2 Sleeps an den Akrolyten zu verschwenden, das war, die hat dann ein bisschen Mana gefehlt halt. Das war relativ schnell unten, ja. Dann wäre es Creepen halt auch ein bisschen leichter gefallen. Zur Gesamttaktik in dem Spiel hast du dann insofern auch ein bisschen Pech gehabt, weil du das eigentlich ja gut überlegt hast. Ich spiele oft Late Feeds, ausgerechnet dem habe ich es aber tatsächlich mal nicht gemacht und bin eher auf den frühen Helden und hatte das auch mal so ein bisschen probiert. Das hat ganz gut geklappt, ja. Da hatte ich schön Pressure. Winkes. Ja, das war eher Glück. Im zweiten ist es ja dann so richtig in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr... Ich wollte nicht überleiten, das ist euer Job. Was ist da passiert, Winkes? Ja, wir können gerne zum zweiten Spiel gehen, Winkes. Was war da los? Ich könnte mich jetzt damit rausreden, dass das Timing und der Red Spot Timing etwas ungünstig war und ich da gerade sehr angeschlagen war und mich dann, weil ich mit dem Multitasking kurz in der Basis gucken, als ich zurück war, war mein Held von den Creeps plötzlich fast tot, mich dann TP'en musste, da kacke stand, keine Leben hatte. Also es gibt sehr viele Ausreden. Aber eigentlich möchte ich mich nicht rausreden, das war dann einfach schlecht. Ich kann von dem Creepspot auch einfach wegrennen. Direkt, wenn ich sehe, er ist in meiner Basis, ich renne weg. Oder ich mache es ein bisschen ruhiger, er hat nichts Gefährliches angegriffen. Ich hätte ihm noch mehr Zeit geben können. Also das TP war einfach grottenschlecht und dann habe ich es da auch noch nicht geschafft, meine Helden wegzuziehen, einfach zu überleben. Ich kämpfe in meiner Basis, auch wenn seine Armee größer ist, habe ich eigentlich ganz gute Chancen, das zumindest zu verteidigen. Weil auch meine Level gut waren, dachte ich. So, das Winkes, war die Analyse. Winkes, beruhig dich. aber schön, dass du die Argumente nicht mit anbringst, weil es würde sich nach Mimimi anhören. Aber genau, passt. Deshalb mache ich das nicht. Ja, wunderbar. Queenman, wie siehst du denn deine Leistung im zweiten Spiel? Einmal, dass ich halt, wie auch bei den meisten Happy-Spielen, den Helden recht viel Chance bekommen habe und ich habe dann beim Scouten gesehen, aha, er macht wieder Fast Fiends, deshalb versuche ich jetzt so viel wie möglich jetzt noch zu creepen, weil sobald er 2 Fiends lossen hat, will er mich bei Konfrontationen sicher besiegen. Und dann habe ich es auch noch geschafft, von den beiden Berserkers die Items zu klauen. Ja, das war gut. Das zweite Item war recht knapp, es ging sich noch aus, dass ich dann mit halben Health Pool Power dann noch rausgekommen bin und dann habe ich einfach weiter gecreept und fast T3. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass du dann irgendwie schneller mit dem T3 fertig warst, als ich, wie er sich dann beim Scouten irgendwie gesehen hat.
Zumindest kam es mir das so vor. Ja gut, das kann ich aufklären. Du hast das Schlachthaus gebaut, während der Winkes ohne Schlachthaus durchgeteckt hat. Okay. Ja, das war auch eher dem geschuldet, dass ich auch meinem Bild nicht ganz so gut gemacht habe. Ich wollte es zu perfektionistisch machen mit meinen Ghoulen, hatte dann etwas Holzprobleme, hatte, glaube ich, den Ziggurat nicht bereit, also hatte kein Supply mehr und habe deshalb einfach weitergeteckt, weil ich ja eh nichts hätte bauen können. Ja, also war jetzt keine Taktik, sondern auch eher den kleinen Fehlern geschuldet. Okay. Man muss auch noch dazu sagen, dass du von den Heldenherren im zweiten Spiel weit, weit vorne warst, Winkes. Also wir haben uns überlegt. Ja, ich habe mich da auch sicher gefühlt, aber zu sicher habe ich mich gefühlt. Also Winkes, es tut mir jetzt leid, dass jetzt kommt ordentlich Salz in die Wunde. In dem Spiel sahst du auch wieder besser aus, war es ganz gut. Ihr habt, von der Taktik her war es ja exakt das Gleiche, was ihr gemacht habt. Also auch todesritterlich und so. Winkes, du hast nicht den Oberhang. Ganz, aber ja. Ja, also ich habe es auch während des Streams, ich bin nicht so, weiß schon, nicht so informiert wie du. Nein, aber du warst vorne, du hast den oberen Red Spot relativ sicher gecreept, du hast ein gutes Item gekriegt, du bist runter zum zweiten Red Spot und dann kam halt genau zur richtigen Zeit und leider muss man es, also kann man es doch als Ausrede ein bisschen gelten lassen. Der genau im richtigen Timing kam der Push vom Green Mon und ja, du kommst mit der angeschlagenen Armee heim. Hattest du mich eigentlich gescoutet oder war das wirklich halt dumm gelaufen? Also ich habe zwei Skelett Warriors habe ich zum Scouten geschickt, einmal zum unteren Red Spot, unten rechts, und zu dem zu deiner Expo. Habe aber dort beides noch die Creeps gesehen, deshalb habe ich mir gedacht, okay, er ist vermutlich entweder am anderen Red Spot oder noch in der Base. Ich werde mal angreifen, weil derweil habe ich einen recht guten Punkt. Ich glaube, du wirst noch keinen dritten Helden hier haben, also werde ich zumindest mit dem Cryptlord ein bisschen mehr Chancen haben. Und falls du dann wirklich in die Base teleportierst, was ich gehofft habe, dass ich dann vielleicht einen hübschen Impale bekomme, aber der erste Impale hat, glaube ich, auch noch so zwei Fiends und noch einen Ghoul oder sowas gezofft mal so. Ja, aber insgesamt waren die dann ziemlich gut, die Impales. Die haben mir tatsächlich ordentlich Probleme gemacht. Ich spiele häufig, also fast immer überhaupt keinen dritten Helden. Dann bin ich im Micro nämlich überfordert. Aber was mir jetzt auch noch einfällt, du hattest auch die bessere, insofern bessere Armee, du hattest schon Abominations und ich noch nicht. Also das war alles, mein Bild da war ein bisschen versaut. Da hatte ich im Holz das nicht ordentlich. Aber Kleinigkeiten, ich versaue diesen Kampf, du machst ihn gut. Und dann ist es halt aus. Ja, aber das Holz war zum Beispiel auch ein Problem bei mir beim ersten Game, weil ich dann irgendwie das Micro oft verkackt habe mit den Ghoulen her und dann für lange Zeit nur einen Ghoul auf dem Holz hatte, weshalb mir dann auch extrem viel Holz gefehlt hat. Und ich dann halt 1500 Gold hatte, aber null Holz. Ja, in der Taktik ist es auch nochmal schwieriger mit den ganzen Ghoulen, da wäre ich, glaube ich, würde ich überhaupt nicht hinterherkommen, weil du ziehst sie ja absichtlich vom Holz ab, musst aber dran denken, sie auch wieder zurückzuschicken und ja. Ansonsten, Quimon, vielleicht noch eine Frage zu dir. Wo kommst du her? Was bedeutet dein Name? Ja, die zwei Fragen. Den Namen bekomme ich immer öfters Fragen. Wir fragen zum jeden, Namen also von sehr. Daher, wir interessieren uns für die Namensgebung. Ist bei uns ein kleiner Running Gag. Greenmon ist deshalb, das war nämlich vor gut zwischen 8 bis 10 Jahren, habe ich mit einem Freund WoW gespielt und der hat einen Troll gemacht namens Bluemon und ich habe einen Ork gemacht namens Greenmon. Ah ja. Und ja, habe den Namen dann einfach behalten, habe ihn auch für Battle.net dann verwendet und auch für vieles andere online. Also ja, falls irgendjemand mal Greenmon draußen liest, auf Reddit oder woanders oder auf anderen Foren, auf YouTube oder so, dann bin das mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit ich. Vor allem, wenn es so zwei Striche über den E's sind. Gut, ja, zum Abschluss hätte ich auch noch eine Frage. Oder würge ich jemanden ab sonst, Thorsten? Woher er noch kommt, wenn du das beantworten willst, das würde mich noch interessieren. Aus Österreich. Aus Österreich! Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Ich mag Österreicher, ich wäre gern einer. du kannst den Greenmon heiraten vielleicht, wenn er sich erübrigt. Nee, ich glaube so von der Stimmlage bin ich da dann doch nicht interessiert. Gut. Was ich dich tatsächlich noch fragen wollte, beziehungsweise es gibt bei uns auch bald wieder ein Turnier, da der Winkes Cup 4 ist es, glaube ich. 4. Ja, 4 inzwischen. Herzlich willkommen, da spielen wir so einen Nachmittag. Turnierform. Bisher waren wir nie so viele, mal 4 oder 5. Ich hoffe vielleicht mal auf 8 zu kommen. Und ja, da würdest du, glaube ich, auch spielstärkentechnisch ganz gut reinpassen. Wann wäre das?
24.5.? Ich hab's schon reingeschrieben, ja, übernächstes. Ja, der 24. Mai, Sonntag in einer Woche. Ich schau kurz nach, ob sich das ausgeht bei mir. Ja gut, du kannst bei uns im Discord gucken, da unter Turniere, da geht's gerade um den Winkel. Genau, du müsstest also, ja auch nicht jetzt uns sagen, nur dass du Bescheid weißt. Passt, danke. Genau, also wenn du ein paar Tage vorher Bescheid sagen reicht, aber jetzt du. Kommt der Stream dann irgendwie auf YouTube hochgeladen oder auf Twitch kann man sich dann den nochmal anschauen? Nee, ich würde gerne, also ich werde das jetzt gleich im Anschluss machen. Das kommt auf jeden Fall auf YouTube, sofern du nichts dagegen hast. Und klar, dann kann ich dir einen Link schicken und dann gerne kommentieren. Beziehungsweise unter SPN Semipronoob sind wir bei Twitch und bei YouTube zu finden. Ja. Passt. Danke. Ja. Nee. Und falls du beim Turnier mitspielen willst, schreib dann einfach in den entsprechenden Turnierchat. Dann passt das. Dann haben wir da alles gesammelt. Jo. Ah ja, genau. Es gibt auch einen Amazon-Gutschein. Als Siegpreis. Ah, jetzt. Okay. muss ja Werbung machen. Es geht nur um 15 Euro. Ich habe den runtergeschraubt, weil ich die Dinger noch nie gewonnen habe. Aber ja, immerhin. Jo, in dem Sinne, vielen Dank für ein spaßiges Spiel und ein lehrreiches. Danke. Nee, Greenman, hat Spaß gemacht mit dir. Genau, bleib gerne bei uns. Ich würde auch gerne mal gegen dich spielen. Ich sage es auch jedes Mal immer wieder gerne. Wenn du mal Lust hast auf ein Just for Fun Match. Gerne, mit klar, Freunden. Gerne. Alles klar. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank für die Duelle. Sehr gerne. Und gerne. Bis demnächst mal wieder. Tschüss, Sikowski. Ich hab noch einen... Ach, Herr Willis, wenn du noch da bist. Ja? Was? Hast du denn schon was Neues gehört wegen dem Aiden Cray? Nein. Okay. Gut. Was wohl leider bedeuten müsste, dass ich das am grünen Tisch gewinne. Wie gesagt, eher ungern, aber. Ich würde dir empfehlen, falls du ihn noch nicht hast, privat zu schreiben, weil ich bin mir nicht sicher, wie oft er in die P- und Pit-Gruppe dann schreibt. Ja, also ich habe ihn natürlich privat angeschrieben. Ich habe es jetzt auch schon über unseren Admin. Hab das gemeldet, er hat's auch versucht und er hat dann gesagt, wenn er sich bis morgen oder übermorgen nicht meldet, wär's halt aus. Gut, wunderbar, deshalb. Dann sind wir hier auf dem neuen Stand und dann in diesem Sinne, macht's gut. Gute Nacht und macht euch einen bunten. Macht euch einen bunten. Ja, da habe ich drauf gewartet, ob da von der Creamer auch irgendwas rauskommt. Nee, macht euch einen bunten, passt also von daher, ciao. Genau, macht euch einen bunten. Macht euch einen bunten. Ciao.